Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario 3D World mit Zombie als Mario, mit Maudado als Todd und mit Wintercracker als Luigi. Viel Spaß bei der Folge. Ich bin eingesperrt. Genau in die Lücke. Ja. Also diese Blöcke verwirren mich echt ein bisschen. Oh, das ist ja richtig einfach, wenn man da so reinschwitzt wie Zombie. Richtiger Tryhard. Ja, wenn man Mario spielt, ist es auch easy. Ja. Eben. Gott. Gottlos. Kann sein, dass das doch das schwere Level war. Kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmer wird. So. Ey, man kann hier echt nicht neu spawnen. Aber ich glaube, wenn man den Dreh raus hat, dann ist es gar nicht so schwer. Oder wenn man einfach gut ist in Videogames. Ja. Luigi hat den Dreh raus. Also ich habe mich auf jeden Fall gedreht. Warte, ich kann die Power-Ups nicht holen. So. Oh mein Gott, ein Tanuki, ja. Tanuki! Ich verstehe aber immer wirklich noch nicht, warum Luigi dieses... Maudado sagt halt genauso viel, wie als wäre er da. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wenn Maudado da wäre, hätte sich schon mal gegähnt. Warum sind wir so toxisch? Nee. Nein! Ja, das ist der Part hier war immer schwer, das weiß ich noch. Ah, okay. Ah, da ist ein Stempel. Da in der Mitte ist ein Stempel. Ja. Okay. Luigi, willst du versuchen? Ich hab's probiert, aber... Im Notfall einfach Maudado werfen. Stimmt. Wir haben einen Stempel. Ja. Wir halten den ja. Ja, stimmt. Wir sollen wir nicht Game Over gehen? Haben wir einen... Ja, Checker haben wir sogar. Ja. Okay, weiter geht's. Sehr gut. Easy. Warte, jetzt rutscht der. Whee. Aber ein bisschen Toxicity macht... Oh mein Gott, ich bin irgendwie auf Luigi gesprungen, einfach während ich gelaufen bin. Ich komme echt nicht mit diesen Dingern klar. Ich bin das ist ja super lieb, Zombie. Du bist ein richtig guter Helm. Ja. Danke. Oh. Da wir sind fast wieder gestorben. Uah, wie weit wir geflogen sind. Und wir rollen hier noch. Kann man die töten, die Lavabälle? Also die können mich töten. Okay. Oh mein Gott, da ist schon wieder. Das kannst du nicht mir anrechnen. Ich weiß, aber du warst auf dem Weg oder okay. Ich will mich einfach nur beschweren. Okay, ich muss Todd fertig tragen. Das ist Todd, da. Unser Pilz. Warte. Ich hätte gerne den Pilz gehabt. Ich hab einen Lebkuchen. Nice. Oh, ich hätte auch gerne einen. Was? Esst ihr lieber Butterspekulatius oder die anderen, die ich... Das ist Gewürzspekulatius. Wo? Gewürz ist der viel, auf der Seite von Luigi. Und was ist die beste Form? Die Form sind mir vielleicht nehmen wir Luigi nochmal, wenn es jetzt... Was? Die Windmühle ist mit Abstand das die Luigi. Beste Form. Das sind wir weg. Warum fallen hier Mäuse in den Vulkan rein? Lor! Ich würd echt gern Klaus das Level alleine spielen lassen. Können wir das als letzten finalen Part machen? Ja. Ich hatte keine Lust auf eine XXL-Folge. Oh, Luigi, du musst alles retten. Hab uns. Nein, Luigi, das ist ultra kindisch. Nein. Da haben wir die Flagge gekommen, glaube ich. Auf jeden Fall. Naja. Wir haben keine Leben mehr. Ja. Ja, optimal. Okay. Nein, Mauder, das wollte ich wirklich nicht. Das wollte ich tatsächlich nicht. Du bist in der Bubble, Mauder, alles gut. Ich auch. Ja, Klaus auch. Warum macht Luigi das? Okay. Das war keine Absicht, ich wollte nur rennen. Also ich wollte tatsächlich nicht trollen. Also ich habe keine Lust, das Level nochmal zu spielen. Ja, guck doch mal, ich mach das doch. Okay. So. Luigi hat einfach zugeguckt und gelernt. Ja. Ja. Wir haben echt keine Leben, wir müssen alles von vorne machen. Das ist das einzige Level, was ich nicht von vorne machen will. Das ist das einzige, wo wir nicht trollen würden. So, warte, lass mal hier irgendein geiles... Vielleicht können wir hier 60 Münzen holen. Ja, holt euch die. Ja, 60 stimmt. Münzen? Never lucky. Warte, da oben sind noch geheime Münzen. Ja. Ah ja, hol die mal. Ah, gut. Huge. Komm, Luigi, du bist drauf. Ich dachte, wir gehen. Okay, Alter, jetzt darfst du alleine. Okay, danke, Klaus. Ich dachte, wir gehen, weil Todd tot war. Ja, aber dann sag doch was. Red doch einfach. Wieso sitzt du ja nicht umsonst in dem Voice-Chat? Das tut mir leid. Wenn Mario nicht reintrollen würde. So, ich krieg meine Klaus-Folge einfach jetzt schon. Ja, okay. Also ich geh jetzt in die Bubble. Klaus kann mich mal. Ich kann dafür gar nichts. Ihr habt die ganze Zeit reingetrollt. Ich hab noch nie getrollt in meinem Leben. So. Der bringt dir halt gar nichts. Nee, natürlich nicht. Wobei, wenn ich das überlebe, dann bringt es mir, dass die Mäuse mich zum Schluss nicht töten können, ne? Das war ich eh nur am Rand. Ja. So, ich springe auf das nächste. Todd schon tot? Ja. Warte. Nee, Todd ist doch da. Mist! Nee, also, dadurch kannst du echt nicht spawnen, man verbraucht einfach nur Leben dabei. Okay. Ja. Oh, hier hätte ich spawnen können. Ich fände es geil, wenn der Anzug immun gegen Lava machen würde. Das ist ein Stern! Yep.
hab ihn. Ich auch. Da kann ich spawnen. Das ist so kindisch, aber ich bin zu gut. Mann! Ich glaube, ich hab dich gehittet, das tut mir leid. Dafür kannst du nix. Hier kann ich wirklich nicht. Yo, Luigi, danke für den Boost. Luigi ist nämlich die ganze Zeit am Faxen machen. Ich mach keine Faxen. Ich will die haben. Oh Mann. Gefaxt, typisch deutsch, immer noch mit dem Fax unterwegs. Ich wurde aber zurückgesetzt. Hallo? Da vorne. Junge, ich will alles. Ich geh drauf. Ja. Okay, ich spawn mit. Das also hier ist, kommt. Aber ja, doch. Es ist halt. Ach so. Nein. Luigi, Achtung. Ich hab dich. Sorry. Haben wir den Stempel? Nein. Haben wir. Okay. Ich dachte gerade. Mario lebt noch. Ich meine, ich wäre nicht gestorben ohne den Stempel. Na. Lass okay, jetzt, mal hier, jetzt Tanuki nehmen. Wir einmal kurz, ja. Ja, dann nehme ich einen Pilz. Okay. Ein Tanuki liegt noch drin. Okay, Maulade ist schon drauf. Ah, cool. Boah. Da, was war denn das? Mir ist runtergefallen. Das ist Luigi. Seht ihn? Genau unter dem Kopf. Oh mein Gott. Okay, warte, gleich kommt er nochmal. Ich hab grad den. Da, also Klaus. Oh, ja, klar, ist Luigi hier oben drauf. Da, neben mir. Du hättest dir angucken müssen, was ich den Stern vielleicht mitnehmen sollen, ne? Ja, wär smart. Ja. Umbringen? Am besten. Wir haben den Checkpoint. Und am besten direkt umbringen, bevor wir noch 112 Leben verlieren. Weil wir sind wieder kurz vor Game Over. Ich hätte die ersten zwei Sachen einfach mitgenommen. Ey, es passiert mir wirklich immer wieder, dass ich King Mario aufhebe. Yes, du hast mein Leben in der Hand. Und der hat es weggeworfen. Mit Absicht. Luigi hat sogar ein goldenes Snoop Tanuki. Ja, ich wusste nicht. Das ist Luigi, seht ihr ihn? Ja. Nein. Oh, ich hab versehentlich. Wieder holt es so lange, bis wir Luigi sehen. Oh, Todd ist jetzt weg. Okay, jetzt Stern holen gleich. Todd ist voll dabei. Nein! Hab ihn. Sehr schön. Ladies and Gentlemen, we got him. Diesmal werde ich nicht geluigied. Ja, geht nicht. Ohne Luigi kann man nicht geluigied werden. Gleich rutscht der. Luigi. Der rutscht gleich. Jetzt. Und dann macht er noch zweimal. Du bist Luigi. Ich wurde Luigi. Nein! Ihr braucht 10. Ziel. Oh mein Gott, warum? Scheiße. Warum? Ja, ich meine, das kann Klaus hier außerhalb der Aufnahme alleine machen. Extra Aufnahme, Solo-Folge am Ende. Ja, weil wir brauchen die Sachen ja für die Special-Welten vorher. Oh. Ja. Okay. Ach, weil wir vom Checkpoint nochmal okay. Ja. Aber an sich ist das Level nicht so schwer. Okay, dann mach Klaus. Ich sag nicht, dass es einfach ist. An sich ist das Level nicht so schwer. Oh mein Gott. Ich darf echt nicht springen. Man darf echt nur gehen auf den Weg. Ja, also springen ist vor allem auf diesen rechteckigen und nicht auf den Quadraten richtig eklig. Ja, das ist richtig eklig. Wo bin ich? Dieses 3D. Warum ist das 3D ist echt schlimm. Ich wollte aber nur auf die Feuersäule. Warum habt ihr mich rausgeholt? Nein. Nur um euch zu zeigen, wie einfach das Level ist, okay. Nein. Oh Gott, ey, die Dinger, die nicht würfelförmig sind, sondern so. Oh mein Gott. Rechteckig. Ja. Das ist halt Luigi. Die Hölle. Jetzt sehe ich ihn. Jawohl. Okay, jetzt können wir ins Ziel gehen. Oh nee. Da ist Luigi. Oh mein Gott. Da können diese Ratten mal aufhören. Wo kommen die denn her? Okay, wir müssen. Ja, keine Ahnung. Die Lore ist komplett Dogmüll. Oben dran. Ich darf einfach nicht von dem Block runterjagen. Junge Luigi, was soll dieser Mist? Es ist unglaublich. Ich hab den. Okay, hast du überlebt? Okay, wie kommen wir jetzt runter? Bandsprung mit dem Tanuki. Warte, Peach boost mich bitte einfach. Okay. Unter mir. Unter mich einfach gehen, genau. Hüp. Ja, genau. Nice. Puste mich! Nein! Easy. Ob wir es noch geschafft haben. Ich glaube, wir müssen nochmal. Echt krass, dass es jetzt eine Stunde nochmal gedauert hat, das Level ein zweites Mal zu machen. Ja. 2 oder 1. 200 zu viel. Links oder rechts? Links, ja. Okay. Die sehen genau identisch aus, die beiden Level. Aber sie sind wahrscheinlich nicht identisch. Vielleicht ist eins Silber und eins Gold, die sind bestimmt nicht gleich. Boss Blubarius Zugabe. Krass. 5 Tots. 5-mal Maudado, kannst was Schöneres kannst du in der Audiospur Maudado 5-mal so leicht versetzt nicht abspielen lassen? Ja. Nur wenn ihr dabei nicht redet. Und okay, ich halt die Klappe. Aber dann hat man die Musik. Ich hab leider euch nicht getrennt von der Musik.
Ja, irgendwo sind in einem Mordado Soundclip oder so. Ja, das kann ich. Oh, also ich hasse dieses Spiel. Ich nehme mir einen Todd mit als Glücksbringer. Ich kann dir noch den Nein Winter Cracker, ich hasse dich Soundclip schicken, dir ja, auch. Ja, das gut. Kannst du machen. Oh, Manus Mama. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Boss. Wir laufen jetzt hier im Kreis ein bisschen. Oh ja, wir wurden alle zerstört. Nein. Das ist Kirsche. Das ist ja perfekt, um den Effekt zu machen. Der kann dann genau auch, wenn man da getroffen wird. Wir haben noch Tanuki-Suits, ne? Den könnt ihr rausholen, ne? Ah ja, danke. Sorry, okay, Klaus. Kannst wieder. Oh, ich brauch wieder. Gönner. Bin ich. Warum spawnt er denn Kirschen? Was muss man denn eigentlich hier machen mit der Kirsche? Du darfst den Kopf hüpfen. Ja, aber schafft man es nicht auch alleine? Ja. Ja klar, wenn man halt hier sind, trifft man eher. Das sind so, 1000 okay, Blobs okay. Und sowas. Ja gut, aber der ist ja auch ziemlich gut gebaut. Okay. Ach Mann. Mario ist so fast. Nee, bin der langsamste. Nee. Also Peach ist langsamer tatsächlich. Ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Char langsamer ist. Ja. Okay. Aber dafür hast du das Gleiten. Ja. Also ich bin auch froh. Würde das nicht tauschen. Ja eben, weil sonst kommst du ja noch weniger mit dem 3D zurecht. Eben. Ja, siehst du ja. Guck mal, ich häng dich ab. Ja. Oh, Alter. Ich bin so flutschig. Boah. Wir hatten keine 10.000, ne? Doch. Okay. Ich dachte, Mario hätte nur 8.000. Und jetzt kommt der gleiche Boss nochmal rechts, nur in Silber statt Gold. Oh, bitte. Das wäre einfach mal gutes Game Design. Boah. Also bei den Toten ist ja, ne, da ist ja irgendwie mit Abstand Luigi und Maudado, weil ihr euch die ganze Zeit... Das verstehe ich nicht, warum. Das verstehe ich auch nicht. Aber bei den Punkten, da kommen wir einfach überhaupt nicht bei Zombie hinterher, wenn ich das richtig überflogen habe. Und wenn wir dann hier so Runden haben, wo Zombie dann 30.000 mehr hat, mehr als wir aber alle drei zusammen. Aber bei den Toten hältst du mit? Ich weiß gar nicht, wie man das zählen kann, wie häufig Luigi und ich sterben, weil man verpasst das halt so leicht. Ja. Weil es halt also die Person muss halt so aktiv schauen. Ja, Luigi, es ist wieder Zeit, dein Wissen einzusetzen. Typisch für meine Zuschauer. Oh, cute. Luigi, dein Wissen. Welches Wissen? Der Spinner-Sprung und auf den Boss. Ach so, stimmt. Wenn man nicht will. Oh mein Gott. Warte. Wenn ich will, der hat schon. Geht nicht beim Rauskommen. Muss es, wenn jetzt. Oh, bitte. Ich hab's geschafft. Jo. Jo. Nice. Den ersten Sprung auch schon. Hilfe mir schwindlich. Ups. Ja. Wow, Luigi mit den 8K. Da muss ich jetzt den Star holen. Jo. Und das spiel ich. Ja. Noch die Münzen schnell für ein paar Punkte. Ja. Oh, ja, schön machst du das, Mario. Ah, ja, Speed. So, und jetzt müssen wir verhindern, dass Luigi 10.000 kriegt. So, Luigi, hol die 10.000. Untersteht euch. Ja. Ja. Damit müsste ich mehr haben als du. Nö, pass auf. Ich hab ja den Stern, 2.000 und 4.000. Ach, der Stern. Und du hast nur einmal 8.000. Ja gut, den Stern hast du aber so ohne Recht bekommen, muss man Klaus sagen. Mathe nur, um zu gewinnen. Ja, natürlich. Wozu sollte man sonst Mathe im Leben benutzen? Außer um zu gewinnen. Hat bestimmt einen Taschenrechner da liegen. Ja. So ein Schieberechner. Ich habe mehr als Luigi, aber ich habe immer warum. Was hast du denn gemacht? Sommel, du hast den Wind am Boden die ganze Runde. Aber du hast. Also, hä? Sommel doch nicht mal einen Hit auf den Boss gemacht. Nö, oh, da oben ist Leben. Boden lang gespinnt. Da rechts in dem Vorhang. Geheimshow. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Schaut auch in die Beschreibung rein. Da sind die anderen drei verlinkt. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.